Jeder will jemand sein, keiner will jemand werden. Lasst euch mal das auf der Zunge zergehen. Lasst euch das mal durch den Kopf laufen und denkt mal darüber nach, was ich damit sagen möchte. Das ist auch tatsächlich in meiner Branche so, dass es Menschen gibt, viele Menschen gibt, die sich mit dem Thema Ernährung, mit dem Thema Sport, mit dem Thema, wie soll ich aussehen, wie sportlich soll ich sein, wie sollte mein Körper sein, wie gesund, wie leistungsfähig sollte ich sein, mit diesem Thema auseinandersetzen. Aber sie wollen es so schnell wie möglich, so einfach wie möglich, ohne große Widerstände, genau ganz schnell das Ziel erreichen und natürlich ohne großen energetischen Aufwand. Das muss alles zack, zack, zack gehen, ganz schnell. Auch jetzt, wenn ich mir überlege, ich bin ja früher, das war 1984, 85, das erste Mal im Fitnessstudio gewesen. Und ja, da ist man ins Fitnessstudio mit dem Wissen, dass man auf jeden Fall 2, 3, 4 Jahre braucht, um überhaupt mal ein bisschen Muskelmasse zuzulegen. Überhaupt irgendwie Muskelmasse zuzulegen. Das war bekannt, das war klar, da ist keiner, da ist niemand auf die Idee gekommen, ins Fitnessstudio zu gehen. Wobei, da hat es, glaube ich, nicht mal Fitnessstudio, da hat es Kraftstudio geheißen und sonst irgendwas. Oder Bodybuilding Club, was weiß ich, da hat man noch die Hosen hochgezogen und hat so Bauchtäschchen gehabt und Platiniumhosen und so wattierte Pullover. Da hat man sich immer ein bisschen breiter gemacht, wie man tatsächlich ist. Und da ist keiner auf die Idee gekommen, nach 6, 8 bis 10 Wochen, dass er aussehen muss wie Adonis. Da wäre nicht ein Mensch drauf gekommen. Da war es ganz klar, dass du hier Zeit investieren musst und dass du hart arbeiten musst. Das war jedem klar, dass du in der Woche 3, 4 Mal hart dir den Arsch aufreißen musst, dass du ein klares Essverhalten haben musst, um diese Optik zu erreichen. Da ist nie jemand auf die Idee gekommen und hat gesagt, ja, 6, 8 Wochen, 10 Wochen möchte ich aber genauso aussehen. Da muss alles passen, Sixpack, toller Körper, Adonis. Das ist krass und mit dieser Vorstellung gehen heute viele Menschen schon in einen Bereich rein, der für sie noch völlig fremd ist, aber innerhalb von ganz kurzer Zeit sind da maximale Ergebnisse als Forderung im Gehirnstoffwechsel in oben in unserer Steintafel eingemeißelt. Es muss so und so. Die kommen Leute, die haben dann Vorstellungen von einem Körper, wie er aussehen muss. Da muss ich manchmal 5-mal hingucken, weil ich habe tatsächlich auch Coaches, die machen das, die bringen mir Bilder mit, zeigen mir das und denken, Alter, krass, so willst du aussehen. Geil, gute Sache, richtig gut. Also Top-Körper, gute Leistungsfähigkeit. Ja, und was denkst du, wie lange soll man da? 8 Wochen. Was? 8 Wochen. Okay. Ja, vielleicht auch 10 Wochen oder 12. Denke ich immer, ey, hallo, geht's noch? Das ist unglaublich, mit welchen Vorstellungen Menschen teilweise ihre Vorhaben angehen. Ob das jetzt in einem Bereich ist mit Sport, mehr Leistungsfähigkeit, mehr Bankdrücken, mehr Kniebeuge. Ob das im Businessbereich ist, möchte so und so viel Tausende von Euro verdienen, ich möchte so und so viel erfolgreich werden. Da kommen Menschen zum Teil zu mir, die wollen das werden, aber den Weg, den sie gehen, müssen, nicht sollen, sondern müssen, den müssen sie gehen. Den Weg, der ist in Stein gemeißelt, der muss gegangen werden. Bei einem mehr, beim anderen weniger, aber der Weg ist vorgegeben. Diesen Weg wollen die nicht gehen. Die haben keinen Bock, diesen Weg zu gehen. Wenn man diese Menschen dann aufklärt, was man alles dazu braucht, um erfolgreich zu werden, im Bereich des Sportes, im Bereich gesunde Ernährung, welche Maßnahmen man alle ergreifen sollte, um dahin zu kommen, dann wird von Satz zu Satz das Gesicht immer länger und dann länger und dann länger und irgendwann hängt die Schublade auf dem Boden. Und die Menschen sind völlig enttäuscht. Wie kann ich nur ihre Erwartungen, ihre Forderungen, die mit der Realität überhaupt nicht vereinbar sind, wie kann ich die so vor den Kopf stoßen? Das ist passend zu diesem Spruch, was ich euch beim Eingang jetzt gerade gesagt habe. Das ist krass. Das ist krass und das kann man spiegeln im Moment in allen Bereichen. Keine Ahnung, was dahinter liegt. Ist das letztendlich die Kultur, die gerade herrscht?
Ganz viel Social Media steckt dahinter, weil dann natürlich auch viel Halbwahrheiten erzählt werden. 8-Wochen-Programm, in 12 Wochen zum Millionär, innerhalb von einem halben Jahr ein Ferrari gefahren, nur noch unter Palmen sitzen, arbeiten, Longdrinks trinken, 25 Ladies mit High Heels um dich rum, mit solchen Hupen, die dir die Titten auf den Kopf hängen und du bist da völlig entspannt und arbeitest von zu Hause, hast nichts zu tun, bist ganz entspannt, Work-Life-Balance, ein Tag in der Woche 10.000 Euro, die anderen Tage Freunde gewinnen, Füße hochlegen. Vielleicht liegt es daran, es kann schon sein, dass das mit ein Faktor, das ist sicherlich mit ein Faktor, das ist sicherlich mit ein Faktor, dass viele Menschen mit der Vorstellung kommen, was erreichen wollen, aber ihnen nicht klar ist, dass sie dafür einen mehr oder weniger steinigen Weg gehen müssen. Denn dieser Weg ist kein leichter Pfad, wo man so vor sich hindümpeln kann, so gleitend, schwingend. Es ist kein ganz stiller Fluss, der so vor sich hinschwimmt. Nein, es ist ein Wildwasser. Es ist ein wilder Fluss, der oftmals auch Hochwasser führt. Es ist ein Pfad mit Steine. Es sind Abgründe drin. Es sind Berge drin. Es ist anstrengend. Es ist scheiße anstrengend. Aber das ist den meisten nicht bewusst und die meisten interessiert es auch gar nicht. Nein, die haben eine ganz klare Vorstellung. Da will ich hin, da komme ich hin, easy, kein Problem. Jeder will es werden, aber keiner will den Weg dafür gehen. Jeder will es werden, aber keiner will den Weg dafür gehen. Keiner will die Anstrengung auf sich nehmen. Wenn die meisten Menschen was bewerten, dann bewerten sie das, was sie jetzt gerade sehen. Wenn sie jemanden sehen, der erfolgreich ist, oh, der ist aber scheiße, so erfolgreich möchte ich auch sein. Aber was dieser Mensch dafür getan hat, welche Bücher er dafür gelesen hat, wie viel Arbeitszeit er damit verbracht hat, wie viele Fehler er in seinem Leben begangen hat, um das zu erreichen, sieht kein Mensch. Das Gleiche bei mir, die Leute sagen, Herr, du hast gut reden. Was, du hast gut reden? Freunde, ich mache das seit 30 Jahren. Meine längste Pause im Sport waren 11 Tage. Lasst mich überlegen, wir haben 2019. Ich habe 1986 mit angefangen. Über 30 Jahre war meine längste Auszeit 11 Tage. Weil ich hier, da habe ich einen Bruch. Da bin ich gestürzt mit dem Mountainbike. Und musste aussetzen und hätte normalerweise erst nach 6 Wochen wieder trainieren dürfen, weil das war eine Platte drin. Der Arm war lädiert. Ich habe trotzdem nach 11 Tagen oder 10, 11 Tage wieder angefangen zu trainieren. Also Summe, was ich heute darstelle, ist das Training, und zwar das konstante Training von über 30 Jahren. Das ist das Resultat von 30 Jahren. Der eine oder andere lacht sich jetzt gerade kaputt und so, wenn ich nach 30 Jahren noch so aussehe, haha, würde ich nicht investieren. Das ist so. Das ist den Arbeitsaufwand, den Betrieb. Der Lohn ist das, was ich dann darstelle. Das Gleiche gilt für jemanden im Business. Wenn er im Business ist, die wenigsten haben nach einem Jahr krass viel Erfolg. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, da passiert es mal. Die haben natürlich auch Glück mit dabei. Aber den meisten steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Wahnsinnig viel Einsatz, wahnsinnig viele Erfahrungen, wahnsinnig viel Fehler, wahnsinnig viele Bücher gelesen, wahnsinnig viele schlaflose Nächte, wahnsinnig viel Aufwand, den sie betrieben haben, um dorthin zu kommen, wo sie sind. Und wir Menschen sehen dann immer nur das, was gerade da ist. Aber sehen nie, was davor passiert ist. Deswegen gibt es für mich einen ganz wichtigen Spruch. Das ist auch wichtig, was ich meinen Coaches mitgebe. Urteile nie über jemand, indem du nicht in seinen Schuhen mindestens 3 Monate gestanden hast. Das ist ein Spruch von Indianern, die sagen, urteile nie über jemand, bevor du nicht 3 Monate lang, 3 Dekaden in seinen Mokassins gestanden hast. Urteile nicht, weil du weißt es nicht. Und genau so gilt es auch für hier. Jeder will das erreichen. Keiner will den Weg gehen. Denn wenn du den Menschen diesen Weg erklärst, dann haben sie keine Lust mehr. Und warum haben sie keine Lust mehr? Weil sie anfangen zu rechnen. Ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen. Boah, ist das ein Einsatz. Nee, habe ich keinen Bock. Gib mir lieber eine Pille. Gib mir eine Pille. Gib mir eine Pille. Pille rein, alles gesund, alles wunderbar. Gib mir eine Pille. Die Pille gibt es nicht. Genauso wie es die Pille nicht gibt für einen schnellen, guten Business mit wahnsinnig viel Geld. Den Ferrari kriegt man auch nicht geschenkt. Den
Hubschrauber, den Flugzeugträger kriegt man nicht geschenkt. Diese Menschen sind fleißig gewesen. Diese Menschen haben ganz viel investiert an Hirnschmalz. Die waren oftmals gar nicht so oft auf Partys. Die waren gar nicht so oft im Urlaub, wie die meisten denken, sondern sie haben schwer gearbeitet. Und dann sieht man mal Bilder von denen, wie sie im Urlaub sind, auf ihrem Schiff. Und was sind wir Menschen dann? Neidisch. Und was sind wir Menschen dann? Das können wir auch, das wollen wir auch haben. Aber den Weg dafür wollen wir nicht gehen. Jetzt kommen wir wieder zu meinem Business. Denn mein Business ist, Menschen langfristig gesunde Ernährung beizubringen. Langfristig einen gesunden Fitness-Lifestyle, Lebens-Lifestyle. Lifestyle ist ja nicht immer ein Fitness-Lifestyle, ein gesunder Lifestyle. Warum sagt man überhaupt Fitness-Lifestyle? Das ist ja kein Fitness-Lifestyle, das ist natürlich. Es ist doch völlig natürlich, sich regelmäßig gesund zu ernähren. Es ist doch völlig oder sollte völlig natürlich sein, regelmäßig Sport zu betreiben. Das ist doch völlig normal. Warum bezeichnet man das als was Besonderes? Warum bezeichnet man, wenn man regelmäßig dreimal in der Woche Sport macht, viermal in der Woche, warum bezeichnet man das als Fitness-Lifestyle? Das ist doch völlig natürlich. Die Menschen nutzen doch nur ihr System, wie sie es von Natur aus nutzen sollten. Ich denke, da sollte uns manchmal ganz klar bewusst werden, ja, was denken wir denn eigentlich? Was ist denn da oben in unserem Gehirn los? Warum haben wir denn manchmal solche Erwartungshaltungen, die mit der Realität in keinster Weise vereinbar sind? Warum haben wir solche Forderungen, die, wenn wir rational denken, nicht umsetzbar sind? Denn rationales Denken ist keine Raketentechnik. Darüber nachzudenken, dass ich für einen dicken Bauch 10 Jahre gebraucht habe, bis ich 25 Kilo Übergewicht hatte, ist es doch mehr als logisch, dass ich sowas in 8 bis 10 bis 12 Wochen nicht wegbekomme. Dass wenn ich ein Testimonial sehe, ein Mensch, der Werbung macht für sein Produkt, der diesen Sport schon seit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre macht, 15 Jahre macht, dass ich doch nicht sein Programm, wo er mir sagt, nach 8 Wochen dazu führt, dass ich so aussehe wie er. Das ist doch irrational. Diese Forderung ist doch Quatsch. Und trotzdem haben wir diese Forderung in unserem Kopf. Und trotzdem gehen wir raus und haben diese Forderung für uns in unserem Universum fest verankert. Und was passiert, wenn wir diese Forderung nicht erfüllen? Wir sind enttäuscht. Wir sind furchtbar enttäuscht. Uns geht es nicht gut. Unsere Motivation ist im Keller. Wir haben keine Lust, weiterhin was zu tun. Wir haben keine Lust, weiter in unsere Gesundheit zu investieren. Warum? Weil ich es nicht erreiche in meiner erforderten Zeit, in meiner Forderung, die ich mir gesetzt habe. Deswegen, Freunde, ist es einfach wichtig, sich immer mal wieder Gedanken darüber zu machen, was sind realistische Forderungen. Dabei geht es nicht, sich zu unterschätzen. Es geht aber auch nicht dabei, um zu überschätzen, denn viele überschätzen sich. Es gibt Menschen, die unterstützen das, sagen, ja, skaliere extrem hoch. Nicht jeder verträgt die Niederlage, dort nicht hinzukommen, wo er hin möchte. Nicht jeder hat die Stressresilienz, da durchzugehen. Es gibt auch Menschen, die sind zu weich in die Schaffe, also die setzen sich Ziele, und zwar mit der Realität nicht vereinbar, unrealistisch. Es gibt unrealistische Ziele. Wenn ich jemanden habe, der ist 1,50 Meter groß, ist weiblich und hat kräftige Beine und ein breites Becken und oben schmale Schultern. Und er nimmt sich vor, ich möchte aussehen wie eine Ballerina, ich möchte ganz dünne Beine haben. Dann ist das eine Forderung, die mit der Realität nicht vereinbar ist. Wenn sich jemand die Forderung auferlegt, ich möchte innerhalb vom nächsten Jahr insgesamt 100 Filialen von irgendwas in Deutschland haben, hat aber im Moment eben nur 3 Filialen. Nur 3 Filialen, hat nicht das nötige Know-how, nicht das nötige Personal aus, um das zu erreichen. Dann ist diese Forderung mit der Realität nicht vereinbar. Das ist nicht möglich. Und was passiert mit solchen Menschen? Wenn es im Business ist, die verheizen sich, die verbrennen sich, die verbrennen sich aus, die entsorgen sich von selber. Die werden mit der Fresse auf den Boden fallen, mit dem Kopf auf den Boden knallen und sie werden eventuell, wenn alles gut läuft, aufwachen. Aber nur, wenn alles gut läuft. Manche verrennen sich so darin, weil sie sich selber was beweisen oder auch anderen was beweisen wollen, dass sie sich dabei verbrennen. Und das ist keine
wünschenswerte Option, überhaupt nicht. Das gleiche gilt auch im Fitnessbereich. Es werden ganz oft im Netz Forderungen, oh, ich muss mal auf die Uhr gucken, wow, ich rede schon wieder so lange, ganz viele Forderungen im Netz werden unterstützt, es werden Leute animiert, ja, du wirst in 8 Wochen Superbody haben, ja, du wirst in 8 Wochen Strandbody haben und abgerechnet mit dem Strand und ich mach dich sexy, krass.com, ja. Diese Forderung, diese Illusion bei diesen Menschen im Kopf, die wird unterstützt. Und was hinterlässt das Ganze? Scheiße viel verbrannte Erde und Menschen, die frustriert sind. Und das kann nicht sein. Deswegen ist ganz wichtig, wenn ihr draußen euch für irgendwas entscheidet, denkt drüber nach, ihr wollt das nicht nur werden. Ihr müsst den Weg dafür gehen. Und ihr müsst euch bewusst sein, was für ein Weg das ist. Und erst wenn ihr das wisst, wie der Weg aussieht, dann könnt ihr auch eure Entscheidung zu treffen, was kann ich dafür tun? Welchen Einsatz kann ich bringen? Welche Hebel kann ich in Bewegung setzen? Alles andere führt nur zur Demotivation. Und Menschen, die demotiviert sind, die werden ihre Ziele in der Regel nie erreichen, sondern sie werden was erreichen, was sie nicht wollen. Denn demotivierte Menschen sind ganz oft Menschen, die irgendwann mal ihr Ziel aus den Augen verlieren. Die irgendwann mal sich völlig verheizen und irgendwann mal zerstört am Boden mit Tabletten, mit der Flasche Rotwein, mit einer zerstörten Familie, mit einer zerstörten Firma am Boden liegen. Das passiert auch. Es gibt natürlich auch Gewinner da draußen. Es gibt Gewinner. Es gibt die Superheroes, die alles im Griff haben, die alles rausballern. Aber die machen das auch nicht in 4, 6 Wochen. Auch die brauchen ihre Zeit dafür. Wenn du diese Menschen fragst, dann sagen dir, der Weg war hart. Der Weg war nicht einfach. Der Weg ist immer noch hart. Auf dem Weg zu bleiben ist auch hart. Und das ist die Wahrheit, das ist die reine Wahrheit und mit dem muss ich mich auch mal konfrontieren. Denn wenn du da draußen Sachen erzählt kriegst, die nicht der Wahrheit entsprechen, dann ist nicht derjenige schuld, der sie erzählt, sondern du bist schuld, weil du erwartest diese Antwort auf deine Frage. Und je nachdem, wie du die Frage stellst, bekommst du deine passende Antwort und zwar die Antwort, die du verdient hast und die du hören möchtest. Macht euch mal darüber Gedanken, macht euch mal darüber Gedanken, denn jeder bekommt nur die Wahrheit, die er hören möchte. Alles andere blenden wir aus. Deswegen ist an dich die Frage, wenn du auf diesen Weg gehen willst, ist dir bewusst, was du tun musst? Ist dir bewusst, welchen Weg du gehst? Und wenn dir bewusst ist, welchen Weg du gehst, und wenn dir bewusst ist, was du tun musst, dann ist deine Forderung realistisch und mit der Realität vereinbar und die Wahrscheinlichkeit, dass du dahin kommst, die ist sehr, sehr groß. Dabei wünsche ich dir natürlich und euch ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg. Wenn ihr dazu Anregungen habt und sagt, das ist eine saugeile Thematik, das ist sensationell interessant, Andreas, da habe ich auch noch Informationen, da würde ich mich auch mal einklinken oder ich habe die und die Idee und ich habe auch da vielleicht konstruktive Kritik, weil du in einem Universum so denkst, aber denk mal vielleicht mal so, ich habe auch noch andere Ideen, dann bitteschön. Ich bin offen für Konversation, ich bin offen für Unterstützung, für konstruktive Kritik, denn wenn ich was lernen kann, dann ist es von euch. Denn ich lerne jeden Tag von meinen Coaches. Jeden Tag. Ich lerne jeden Tag von meinen Coaches. Denn mein Wissen, was ich habe, habe ich nur, weil ich Coaches habe. Denn die sorgen dafür, dass ich mein Wissen erweitere. Dankeschön. Das war Andreas Triembacher, Mr. T aus Karlsruhe.